und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Danke, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir kommen gerade von draußen. Wir waren auch schon gut unterwegs, den ganzen Tag kann man sagen. Und jetzt ist schon später Nachmittag. Ist gleich, ja, 16:30. Und ich bin jetzt auch so ein bisschen kaputt. Ja, ich hatte heute Vormittag nämlich einen Frauenarzttermin. Ja, mit dem Baby, mit der Kleinen ist alles gut. Gott sei Dank. Und ja, so gibt es halt nichts Besonderes zu sagen. Ich habe nichts an großartigen Beschwerden. Ich spüre sie aber schon, das finde ich schön. Also es ist keine Beschwerde, es ist im Gegenteil was Schönes. So ganz zarte Tritte merke ich. Sie ist super aktiv. Also bei jedem Ultraschall bisher hatten wir auch immer gesehen, wie sie zappelt und sich bewegt und rumtritt. Diesmal auch wieder. Und mittlerweile spüre ich es auch schon leicht. Und ja, alles so, wie es sein soll. Ja, danach sind wir noch schnell zu meinen Schwiegereltern sind wir gefahren. So, danach sind wir zu meinen Schwiegereltern gefahren, haben da zusammen Mittag gegessen. Oh, war richtig lecker. Und dann mussten wir, ja, zum DM. Ich brauchte so ein paar Sachen, das zeige ich euch dann jetzt. Und von dort aus ganz schnell nach Hause, ja, so ein bisschen eine kleine Tasche zusammenpacken und dann in den Kindergarten. Wir hatten heute Schnuppertag für die Kleine. Ja, so schnell geht's. Und man kennt sich halt noch, ne? Durch meine ältere Tochter, durch die Alina. Ja, kennt man halt da noch alle, ne? Das ist immer ganz schön. Die meinten auch, oh, als wir den Namen gesehen haben, ne? Ich so, ja, ich bringe euch Nachschub. Nächstes ist auch schon unterwegs. ja. Richtig lieb, freuen sich und es war sehr schön. Ihr hat es richtig gut gefallen und es ist einfach so ein Meilenstein. Ja, richtiger Meilenstein, finde ich, bei einem Kind. Und ja, hat ihr richtig gut gefallen, auch na, mit den Kindern da. Ja, ist schon süß. Ja, aber jetzt sind wir nach Hause gekommen und ich zeige euch mal, was ich so mitgenommen habe beim DM. Es ist gar nicht viel geworden. Aber ja, einmal Toilettenpapier, immer das Vierlagige, was anderes akzeptiert der Herr nicht. Dann habe ich zweimal solche, wie heißen die? Peeling und Massageschwamm. Ich benutze die halt immer zum Duschen, wechsle die halt auch regelmäßig aus. Und jetzt habe ich ja, zwei Stück genommen, weil ja, meine Kleine ist auf den Geschmack gekommen. Die möchte jetzt auch immer beim Duschen damit sich sauber machen. Und dann ja, finde ich das ein bisschen besser, wenn sie im eigenen hat. So, dann habe ich bekommen mit der App, ich weiß noch gar nicht, was das ist, habe ich ein Geschenk bekommen, der DM-App. Das soll irgendwie ein Stillschal oder so sein, aber ich kann mir gar nichts darunter vorstellen. Ich habe das noch nie gekriegt. Ja, ist halt auf jeden Fall schon mal eine schöne Farbe. Das ist einfach nur ein großes Tuch. Ja, welches Material ist das denn? So, ich habe es gefunden. Ja, 100% Baumwolle. Also richtig süß, ist auch schön groß. Ja, mal gucken, ob es Verwendung finden wird. Aber bestimmt, weil ich nehme sowieso immer Mulltücher zum Drüberschmeißen. Und so ein großes Ding hatte ich noch nie. Vielleicht ist das ja praktischer. So, dann natürlich, oh, die hätte ich mal vorher noch im Kühlschrank tun sollen. Quamach, Banane. Vier Stück gab es noch. Vier Stück habe ich diesmal auch mitgenommen, weil ich mir denke, nö. Die sind immer so schnell vergriffen und ich liebe die und trinke sehr gerne am Morgen dann einen gekühlt. Und jetzt habe ich dann, ja, vier Stück. Dann habe ich einmal, die haben glaube ich eins, ah, die kosten glaube ich 1,95 und das 1,25 von Krümel, die waren irgendwie neu. Solche Crunchy Donuts mit Kakao und ja, für meine Kleine halt, da ist Maisgrieß drin, Bananensaftkonzentrat und Kakaopulver aus biologischem Anbau. Ja, sonst ist da halt nichts. Mal schauen, wie sie es finden wird. Ich gucke immer, dass ich irgendwas zum Knabbern für sie finde, was sie mag. Sie ist ja so sehr speziell. Dann habe ich einmal, bin ich halt hauptsächlich deswegen dahin, wegen Spülung. Ich habe jetzt aber auch noch, da ist irgendwo noch die andere. Das ist einmal für feines und plattes Haar. Ultimate Volume Spülung. Ja. Mit Pflegeformel, mit Biotin und Reisextrakt.
Hatte ich noch nicht, wollte ich mal ausprobieren. Mal schauen, ich habe feines und plattes Haar, nur unschwer erkennen kann. Mal gucken, wie das ist. Ich habe sonst immer, finde ich nur jetzt gerade nicht, da unten wahrscheinlich irgendwo, das hier als Shampoo und als Spülung. Da schwöre ich ja drauf, ne? Das liebe ich einfach über alles. Ja, ich finde, also ich fahre damit sehr gut. Es ist nicht teuer, 1,45 kostet das jeweils. Und ja, liebe ich einfach total. Und die Verpackungen sind auch gut. Also man kriegt wirklich jeden Tropfen raus. Habe ich getestet. Schon lange. Dann einmal nochmal so ein Duschgel für 55 Cent. Ich liebe das einfach. Das ist allein schon wegen der Verpackung. Und das riecht so gut. Das ist diese Limited Edition Summer Wipes. Duftet nach Pfirsich und noch irgendwas, was ich nicht lesen kann. Da ist der Herr. Morgen, fertig. Crasht mich schon wieder hier? Nee. Ich musste 200.000 Mal anfangen. Warum? Weil irgendwer hier immer reinplatzt. Weil irgendwas immer war. Dann war das reduziert. 400 Milliliter sind hier. Wie viel sind hier eigentlich? Hier sind nur 300. Ja, so ein Duschgel auf 95 Cent. Das wollte ich mal ausprobieren. Weil es floral nach Rose und Litschi riechen soll. Und das sind beides Sachen, die ich liebe. Was? Das riecht richtig gut. Richtig nach Rose. Keine Ahnung, ist halt Was so ist eins. hier drin? Ah, Katzenfütterung, Raubtierfütterung. Dann gibt es ein neues Haarspray, wieder so eine Limited Edition. Diesmal Tropical Delight mit sommerlichem Duft. Stärke 4. Mal gucken, ob ich diesmal dazu komme, das zu probieren. Das mit Kirsche hat der Herr leer gemacht, aber mich anschnauzen, wenn ich es einmal benutze. Ich habe das einmal benutzt. Einmal. Ja. Ich habe es einmal benutzt. Warum Ich ist die jetzt Flasche dann einmal. leer? Die ist nicht leer. Die ist wohl fast Die leer. ist überhaupt nicht leer. Man hat leer dann gekauft. Das riecht gut. Ich habe keine leere gekauft. Okay. Das riecht gut, weil von diesem Kirschding, weiß ich nicht, es war ja so gehypt, aber ich fand das auch einfach nach Haarspray. Also ich habe da nichts rausgerochen. Und das hier riecht echt so frisch, süßlich. Ja, und sieht hübsch aus. Verpackungsopfer. Das ist Haarspray-Schnüffel. Ja, neue Sucht freigeschaltet. Dann gab es neu von Balea Professional so ein Aqua Hyaluron 3 in 1 Haarmaske in so einem Pumper für 2,99. Ja, 2,99 kostet das. Und allein schon, weil es einen Pumper hat, fand ich es cool. Und ich mag Haarmasken sehr gerne, vor allem seit ich, ne, blondiert bin, ist das immer ganz gut, das zwischendurch mal reinzumachen. Und das kenne ich noch nicht. Ohne Silikone kann man als Haarmaske, Leave-In-Pflege oder Overnight-Pflege benutzen. Ja, bin ich mal gespannt. Werde ich testen. Dann nehme ich immer eigentlich Lenor als Weichspüler. Und ich habe nichts mehr da. Ich habe keinen Vorrat mehr. Und jetzt habe ich aber das hier gefunden von Vanel, Zauberhafte Malediven. Und das roch so gut. Einfach die Verpackung hat mich angesprochen. Und von Lenor gab es nur noch zwei Sorten. Sonst war alles leer. Und deswegen dachte ich mir, okay, dann probiere ich jetzt mal Vanel aus. Kostet 1,95 und das riecht so gut. Ja, bin ich mal gespannt, wie das so ist. Vielleicht steige ich dann auf Vanel um. Ist ja ein bisschen günstiger, aber Lenor ist schon so seit Jahren, also seitdem ich ausgezogen bin, nehme ich immer Lenor, weil es einfach, es riecht ewig lang noch in der Wäsche. Ja. Wirklich. Hä? Habe ich gar keine Spülung genommen? Zweite, egal. Und einmal auf jeden Fall noch Pampers. Und das war's. Ja, die Kleine. Ja, dann würde ich jetzt alles verräumen. Ja, ich verräume dann jetzt mal alles. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns gleich Ja, in wir haben diesem glaube ich schon Video. am Essen, solche. Guten Abend. Ja, es ist schon 10 Uhr abends. Ich bin richtig müde. Die Kleine ist eingeschlafen und das ist für unsere Verhältnisse früh. Ja. Wenn es doch immer so wäre, das wäre so schön. Und wenn sie endlich durchschlafen würde. Sie schläft immer noch nicht durch. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber gut. Ich habe gehört, bei manchen geht das auch bis ins Grundschulalter. Also ja.
Ja, auf jeden Fall dachte ich mir, ich nehme euch noch mal so ein bisschen am Abend jetzt mit. Ich wollte mich jetzt abschminken. Dachte, wir quatschen so ein bisschen nebenbei. Und ja, starte ich mal. Und hier ist der Hocker von meiner Kleine, stört hier so ein bisschen. So, und zwar ja, nehme ich hier immer dieses... Ich kriege das auch nicht leer, ne? Weil ich meistens eigentlich immer abends duschen gehe. Aber dadurch, dass ich heute Morgen schon war, muss ich jetzt nicht. Und beim Duschen schminke ich mich halt immer ab, ne? Deswegen, ja, also dass ich mich hier so hinstelle und mich abschminke, ist richtig selten. Deswegen hält so eine Flasche auch ewig bei mir. Joa. Auf jeden Fall, was ich so... Ja, was ich so erzählen wollte, das Zeug ist echt genial, ne? Es geht so leicht ab, alles. Ja, der Tag heute war echt schön. Nur sehr, sehr heiß. Also wir hatten 26 Grad. War richtig schön. Ich hatte schon Sommersachen an, Sandalen. So ein Rock. Mir passt halt auch nicht mehr viel. Ich habe gerade so eine Figur, wo man halt entweder du siehst direkt, dass ich schwanger bin, oder man könnte halt denken, ich habe einfach nur ja, bisschen viel gegessen. Ne? Also es ist so, je nachdem, wie man guckt und was ich anhab. Und ja, ich habe für so ein Wetter zum Beispiel, ich werde das erste Mal auch hochschwanger im Sommer sein. Das hatte ich bei meinen anderen Kindern nie. Also da war ich nie so, sag ich mal, ich werde ja im Hochsommer richtig weit schon sein, ne? Die Kleine soll ja Ende Oktober kommen. Im September ist ja auch meistens noch so warm. Mal gucken, wie es dieses Jahr ist. Ich nehme mal noch eins. Aber auf jeden Fall habe ich für den Hochsommer dann, wo ich dann dachte, ja, habe ich schöne Sommerkleider. Ne, weil es ist halt auch meine vierte Schwangerschaft. Der Bauch wächst auch etwas früher. Also ich bin jetzt in der 17. Woche übrigens. Fast. ja, so ganz genau möchte ich es ja immer nie sagen. Auch wann das genaue Datum ist, verrate ich vielleicht irgendwann oder halt nach der Geburt dann. Aber erstmal ist das so bei mir. Ich habe einfach daraus gelernt aus der letzten Schwangerschaft. Ich meine, Freunde und Familie wissen Bescheid wann. Aber das war schon echt nervenzerreißend, weil zum Beispiel meine jüngste Tochter, die Anastasia, ist einfach, ja, nicht gekommen. So, ich war 9 Tage drüber, hatte extremste Schwangerschaftsdepression, also wirklich Depression. Ich habe geheult, ich hatte keine Lust mehr, ich war nur noch am Weinen. Es wurde immer schlimmer von Tag zu Tag, so von Stunde zu Stunde. Ich habe überhaupt nichts mehr genossen an dieser Schwangerschaft. Ich habe mich auch nicht mal mehr aufs Kind freuen können. Und das war das Schlimmste für mich. Jetzt denke ich so, wie konntest du so denken? Ja, das war so... Die letzten Wochen waren echt heftig. Also ich war da wirklich... Weiß ich nicht. Ich habe nur noch geflucht, alles beleidigt. Meinen ganzen Körper, mich selbst, ich... wollte nicht mehr, mir war das dann auch schon egal, ob ich jetzt dann, ne, aber alle immer, ach, aber hab doch Geduld, dann hast du dein Wunder im Arm. Ich so, ich will nicht mehr, ist mir egal, was dann ist und bla, ne, ich war richtig schlimm, also wirklich nur noch am Weinen, null Freude verspürt, also sowas hatte ich auch noch nie. Und dann habe ich die Kleine bekommen und das war in der Sekunde weggeblasen, also danach war ich so richtig, viele meinten auch, ich habe auf einmal so ein Glow-up gehabt, ne, weil ich einfach so, ja, das war in der Sekunde weg, einfach weg. Ich habe Liebe verspürt, ich war der glücklichste Mensch auf Erden. Ich war wieder einfach ich selbst und ja, als wäre die Depression einfach, als hätte ich sie mit rausgebärt und weggeschmissen. So, ne? Das war richtig krass. Also so wie manche halt diesen Babyblues haben, ne? Habe ich auch schon halt bei vielen gehört und gelesen und gesehen. Dass nach der Geburt, ne, dann viele wirklich so eine Depression entwickeln. Das ist ja auch ganz, ganz schlimm. Da muss man echt aufpassen. Hatte ich so kurz vor der Geburt. Und das ist halt das Krasse, ne, dass das auch da möglich ist. Kannte ich gar nicht. Hab's am sehr eigenen Körper dann erfahren. Und dann, sobald sie da war, war es einfach weg. Und das war so schön. Ich war so dankbar dafür. Bin's bis heute noch. Bereue jede einzelne Emotion, jedes einzelne Wort, alles.
Was da war, bereue ich zutiefst. Ich war einfach nicht ich selbst. Wirklich nicht. Ich war wirklich ein komplett anderer Mensch, hasserfüllt und wütend und traurig und depressiv. Und ja, jetzt, ich hoffe, es wird alles so gut bleiben. Ist halt alles sehr, sehr schön bisher. Ne? Also ich hätte auch nicht gedacht, dass ich eine Schwangerschaft so genießen kann. Und ja, jetzt habe ich so viel gelabert, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass mich dann halt auch immer alle gefragt haben, na, wann kommt sie? Weil das hätte halt sein können, dass sie an Dennis' Geburtstag damals kommt. Also Dennis hat eigentlich am 29. Februar nur alle 4 Jahre. Das Schaltjahr gab es vor 2 Jahren ja nicht. Aber ja, sie kam halt nicht und kam nicht und kam nicht. Und dann jeden Tag, na, wo bleibt sie denn? Vielleicht musst du einfach mal deine Einstellung ändern. Vielleicht musst du mal ein bisschen mehr laufen. Vielleicht dies, also diese ganzen tollen Tipps, die dann kamen, haben mich noch mehr in diese Depression gedrückt. Wo ich dann dachte, boah, nee, ganz ehrlich, nö. Und jetzt wissen halt auch sehr viele, wann die Kleine kommt, ja. Aber das sind halt so die Liebsten. Und auch so, wo ich einfach weiß, da wird, glaube ich, nichts kommen, hoffentlich, ne. Ja, und deswegen öffentlich traue ich mich ehrlich gesagt einfach nur nicht, es genau zu sagen. Na, weil ich halt dieses, ja, man weiß halt nie, was sein kann, was sein wird. Und dann, ja, ich glaube, ich will einfach mich und meine Emotionen so ein bisschen schützen. Und deswegen, ja, sage ich immer Ende Oktober, wann genau erfahrt ihr dann. Und ich ja auch, ne? Ich weiß ja auch nicht, 1000%, wann es sein wird. Kann auch Anfang Oktober sein, hoffentlich nicht. Kann aber auch erst im November sein, wenn ich wieder so ein Glück habe. Ich habe meine Kleine ja 9 Tage übertragen. Ja, musste eingeleitet werden. Da meinten die auch, boah, die haben aber lang durchgehalten. Und ja, kommt einfach nicht. Und ich hatte schon Wehen, jeden Tag. Also ich dachte immer, nee, jetzt wird sie aber kommen. Jetzt wird sie kommen, weil du willst das halt umgehen und vermeiden. Ne? Aber dann irgendwann ging es halt nicht mehr und dann musste man halt nachhelfen und das war halt wirklich, ja, ich kam ins Krankenhaus morgens rein und ich dachte mir so, ja, es wird bestimmt so 2-3 Tage dauern, da hatte schon so eine Einstellung, ne, hab dann so eine halbe, was war denn das, halbe Tablette von irgendwas bekommen, halt zum Einleiten oder ein Viertel, also wirklich, nee, eine halbe erstmal nur und die meinten halt zum Starten und das würden die irgendwie dann 3-mal am Tag machen, aber weil es dann schon nachmittags war, wo ich die bekommen habe, würden sie mir am Abend vielleicht noch eine geben, müssen wir dann schauen. Aber dadurch, dass ich dann ja schon Wehen hatte, ging es halt direkt los. Also sie brauchte irgendwie nur so einen kleinen Startschuss. Ne? Ich habe gar nicht mehr gebraucht. Ja, jetzt bin ich auch mal gespannt, was so sein wird. Ich glaube, ich mache mir das noch einmal drauf. Zum Gesicht reinigen. Dafür brauche ich ein feuchtes Gesicht. Micellenwasser muss man ja auch abwaschen. Aber es ist halt super zum Abschminken. Ist alles ab, ne? Ja. Genau. So viel zur Schwangerschaft und wie weit ich bin ungefähr und so weiter, ne? Also, ich habe es ja auch sehr, sehr früh verkündet, ne? Also mit Dennis, die Schwangerschaft. Ich habe da jetzt nicht auf diese ersten 3 Monate gewartet. Ich finde, jeder kann machen, wie er es möchte. Und ja, wir sind halt solche Leute, die ja, nicht für sich behalten können. Also wir sind dann sofort, ne? Also unsere Familie hat es noch an dem Tag erfahren, alles. Das haben wir immer so gemacht. Leider Gottes kann halt immer was passieren. Und also ich mache mir da nicht so viel, ne, Kopf und schlechte Gedanken. Ich gehe mal vom Positiven aus und alles wird schon seinen Grund haben. Deswegen haben wir das hier jetzt auch öffentlich gemacht. Ich wollte ehrlich gesagt auf YouTube, was denn? Nicht richtig verteilt. Ich wollte auf YouTube auch eigentlich 3 Monate abwarten, weil ich da halt auch so ein bisschen, ja, so, weiß ich nicht, das ist halt mein erstes Mal jetzt auch alles, ne, dass man das so öffentlich macht. Aber Dennis meinte, ach Quatsch, komm, wir machen das jetzt und haben uns dann ja hingesetzt und das verkündet. Ja, war schon aufregende Zeit und es fliegt so schnell diesmal. Also wirklich, bei meiner letzten Schwangerschaft ist die Zeit halt absolut nicht vergangen, gar nicht. Und jetzt, ja, ich weiß, also es ist so krass, dass man jetzt schon so
so nah an der Halbzeit schon ist, ne? Das ist wirklich heftig. Und ja, diese 4 Wochen jedes Mal vergehen so schnell und ich freue mich. Also das größte Glück ist einfach wirklich, dass sie gesund ist. Und ich meine, dass wir alle gesund sind, natürlich, auch ich, vor allem, ne, so. Aber dass ich halt auch die Schwangerschaft so genießen kann, das kenne ich wirklich nicht. Also ich bin wirklich immer so eine gewesen, ich fand Schwangersein nicht schön. Ich habe die Frauen bewundert, die es genießen können, habe es auch immer gesagt. Also wenn es nach mir geht, könnte man mir 10 Kinder geben, gerne. Aber ich will sie nicht austragen. Das ist wirklich, für mich war das echt... echt keine schöne Erfahrung einfach. Also ich, das heißt, es war jetzt auch nicht irgendwie Horror oder so. Ich hatte keine Hypernemesis wie manche, ne, die dann wirklich wochenlang am Tropf liegen oder Schonung, ne, haben und dann gar nicht aufstehen dürfen. Hatte ich alles nicht. Ne? Aber ich hatte auch jetzt nicht die tollsten Schwangerschaften, sag ich mal. Ne? Und habe es halt ja einfach nicht genießen können und mir dann halt auch mit der letzten, vor allem durch die Depression, auch noch super schlecht geredet selber. Und dass ich das jetzt so... Weiß ich, also ich genieße es richtig und bin einfach happy und glücklich, vor allem jetzt, wo sie anfängt zu treten, bin ich so, ach, der ist wirklich ein Mensch. Es geht halt immer noch nicht in meinen Kopf rein, dass er einfach ein Mensch in mir heranwächst. Aber auch beim 4. Mal, ne? Es ist immer noch ein Wunder. Ja, das ist schon, wie schön. Ja, nicht mehr lange und dann haben wir ein Baby hier. So, ich wasche das mal ganz kurz ab und dann sehen wir uns gleich bei der Pflege. So, da bin ich wieder. Ich habe gerade, das möchte ich jetzt erstmal als ersten Schritt drauf machen, da immer diesen Toner, ich liebe den über alles. Ja, ich habe gerade so überlegt beim Abwaschen, boah, habe ich jetzt ein bisschen viel gequatscht über die Schwangerschaft. Ich weiß noch nicht mal, ob mich sowas überhaupt interessiert. Aber ja, irgendwie war ich gerade so im Redeflow. Ich habe halt 3 Schwangerschaften schon hinter mir, ne? Also ich kann wirklich vergleichen und mitreden. Und ja, finde es halt auch heftig, dass die letzte halt wirklich so, so negativ für mich war. Emotional meine ich, ne? Und ja, hoffe, das triggert jetzt keinen, ne? So, aber es ist halt nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, wie es halt auch dargestellt wird teilweise, ne? Also ich meine, ich... wünsche es mir für jede Frau, dass sie es komplett einfach nur von vorne bis hinten genießen kann. Aber es gibt halt auch genug Frauen, ich bin mir sicher, ich bin nicht die Einzige, die es einfach ja, gar nicht genießen können oder wie gesagt auch sogar, ne, emotional, also Depressionen wirklich kriegen. Das war halt ja nichts Eingeredetes, das ist halt irgendwie so gekommen. Da spielten halt viele Faktoren auch eine Rolle, ne, so zum Ende hin. Und dann ist es komplett ausgeartet. Also ich habe meine Emotionen gar nicht mehr im Griff gehabt. Ne? Und das, auch das gehört halt dazu. Ne? So. Jetzt mache ich übrigens das hier drauf zur Barrierestärkung. So ein Ceramide-Treatment liebe ich auch total. Auch zur Beruhigung mache ich immer so 2 Pumpstöße. Ich muss mich aber nochmal erkundigen, ob die... Aber ich habe jetzt nichts gefunden, dass der Toner und dieses Serum hier in der Schwangerschaft jetzt nicht gehen sollten. Weil ohne die beiden kann ich nicht. Meine Haut ist... wirklich schlimm und trocken und ich brauche diese Pflege einfach total und das schließt halt nochmal die Feuchtigkeit gut ein. Habe ich euch auch schon ein paar Mal, glaube ich, vorgestellt. Ja, und ohne das kann ich echt nicht. Also dann spannt meine Haut brutalst und tut weh. Deswegen, das ist immer, immer der erste Schritt morgens und abends. Kann ich ohne. Ganz selten, dass ich es morgens nicht brauche, aber abends eigentlich ja immer. Vor allem nach dem Duschen. So, und dann passiert gar nicht mehr so viel. Also Retinol, mein Kupferpeptid und so weiter, irgendwelche Säurepeelings und so, kann ich gerade alles nicht nehmen. Aber jetzt, ja, nehme ich eine Creme und dann nehme ich einfach immer meine liebste Bodylotion. Ja, so, eingecremt bin ich, denn es wollte gerade rein. Und ja, das war's. Ja, das fühlt sich so gut an. Einfach direkt sauber und frisch und spannend nichts. Ja,
So, ich würde dann sagen, wir haben genug gequatscht. Beziehungsweise ich habe euch genug zugetextet. Und dann ja, gehe ich jetzt auch ins Bett. Ich bin schon richtig müde. Ist auch so ein Ding. Ich könnte ständig schlafen. Würde ich auch am liebsten. Aber mit ja, einem kleinen Kind ein bisschen schwierig. Naja, genau. Dann würde ich jetzt sagen, sehen wir uns einfach die Tage nochmal. Hier in diesem Video sehen wir uns gleich. Und gute Nacht. So, 2 Tage später und ich dachte mir, ich nehme euch zum Abschluss noch einmal beim Kochen mit. Ja, gestern habe ich ja nicht mehr mitgefilmt. Und heute gibt es bei uns mal wieder seit ganz, ganz langem einen Nudelauflauf. Ich habe da richtig Lust drauf. Und da ich aber nicht viel an Gemüse oder so da habe, wird es nur mit Zwiebeln, Karotte. Und dann, ja, ich schau mal gleich. Ich habe noch Tiefgefrorenes. Vielleicht davon ein bisschen, wobei das eigentlich auch reicht. Dann halt Hackfleisch. Dann ja, tue ich gerne mal Eiweiß noch rein, Tomatenmark. Ich habe noch frische Tomaten, ein paar so weiche, die weg müssen, die schneide ich auch noch mit rein. Ja, nebenbei gucke ich wieder YouTube. Und ja, hier kocht schon das Wasser langsam auf und ich würde jetzt alles schnippeln. Und dann ja, zeige ich euch einfach gleich, wie ich das immer so mache. Also ich habe da auch wieder kein richtiges Rezept für. Es ist immer mit den Resten an Gemüse, die ich habe. Hätte ich jetzt noch Paprika oder so da gehabt oder Zucchini, mag ich auch total gerne. Wäre das auch noch mit reingekommen. Aber habe ich gerade nicht. Ich habe an Gemüse echt nicht mehr viel da. Ich muss ganz dringend einkaufen. Aber ja, für heute wird es erstmal einfach so sein. Und genau, dann bis gleich. Ja, Video läuft. Pfanne heiß. Und dann starte ich auch schon mit Zwiebeln und Tomatenmark. Brate das so 1-2 Minuten ungefähr an. Und dann kommt die geriebene Karotte dazu. Das ist ja, wie ich vorhin auch schon erwähnt hatte, bei mir sowieso immer alles nach Gefühl. So ein richtiges Rezept habe ich nicht. Zucchini mag ich zum Beispiel auch total gerne da drin, aber hatte ich ja nicht da. Deswegen einfach nur mit dem, was ich so da hatte. Und mein Hackfleisch war noch tiefgefroren. Das ist nur so leicht aufgetaut in der Zeit. Und ja, dann mache ich das aber immer so. Das finde ich mal ganz gut beim Hackfleisch anbraten. Ja, dass ich das halt reintue und dann immer so die Schicht, die schon weich wird, abkratze, das Fleisch umdrehe und dann so weitermache. Und dann, ja, irgendwann ist es halt alles weich und durch und ich kann es halt schön zerbröseln in der Pfanne. Das mache ich meistens so, das finde ich halt so gut und ich friere Hackfleisch immer sehr, sehr dünn ein. Das ist, also sehr platt meine ich. Das muss dann sowieso gar nicht so lange auftauen, aber hier habe ich es halt jetzt einfach nicht geschafft. Und dann fange ich auch schon an zu würzen. Ich mache das immer, dass ich schon mal das Ganze, was ich anbrate, einmal würze und dann hinterher, wenn die Tomaten dazukommen, also die passierten, dass ich das auch nochmal extra würze. Ja, hier zeige ich so immer wieder in die Kamera, was da so reinkommt. Ich finde Eiweiß wie immer sehr, sehr lecker da drin. Paprika edelsüß, ganz, ganz viel. Und dann hatte ich noch so mir die Challenge gestellt, einfach mal ein paar Gewürze leer zu machen. Vor allem die vom Lidl, so wie das Rindgewürz, was ich vorhin gezeigt hatte in die Kamera, weil die kann ich ja eh nicht mehr nachkaufen. Und jetzt so langsam will ich mal auch meinen Vorrat da aufbrauchen an Gewürzen. Ich habe nämlich viel zu viel und möchte gerne auch umsteigen. Ja, und mal schauen, was ich da so in Zukunft alles finden werde, was uns schmecken wird. Ich muss mal gucken. Ja, frischen Basilikum zupfe ich da auch noch mit rein. Passierte Tomaten sind mit drin, lass das alles so köcheln. Und ja, hier habe ich auch noch meinen getrockneten Basilikum leer gemacht. Und ja, noch weitere Gewürze halt auch. Das fand ich ganz gut. Also so ein bisschen leerer wird es langsam bei mir, aber ich habe immer noch viel zu viel. Und dabei habe ich schon so viel ausgemistet. Ja, während das Ganze so vor sich hin köchelt, ich lasse das immer so 20 bis maximal 30 Minuten köcheln, bei mir muss es immer schnell gehen, fülle ich meine Pfeffermühle auf. Und ja, die finde ich viel besser. Ich hatte damals mal eine gekauft, die hatte ich hier auch gezeigt, die man mit einem Kabel aufladen kann, von Penny war die. Die ist aber sehr, sehr schnell kaputt gegangen einfach, also total doof. Und der Akku war auch ständig schnell leer. Deswegen ja, sind wir jetzt doch auf eine mit Batterien umgestiegen. Die war auch vom Lidl und bisher kann ich nicht über die meckern. Die ist echt, echt super. Ja, und als die Nudeln fertig waren, habe ich die einmal ja, vom Wasser halt abgedingst, abgesiebt. Und
einfach so in die Auflaufform reingetan. Also ich fette die auch nicht ein. Ich finde, das muss gar nicht sein, weil da sowieso alles, wie ihr hier seht, mit der ganzen Soße vermischt wird. Dann hatte ich noch so Käsereste da, so ein bisschen gerieben. Und Dennis kauft das zwischendurch. Ich habe eigentlich ja ein Stück immer da, was ich dann selber reiben kann. Aber irgendwie, weiß ich nicht, holt er trotzdem zwischendurch, wenn er mal so Rezepte ausprobiert, das macht er ja ganz gerne bei uns, holt er dann so Packungen mit geriebenem Käse. Ja, die habe ich halt jetzt aufgebraucht und noch Mozzarella drüber gegeben und bei 200 Grad das Ganze für, ich meine, es waren 20 Minuten gebacken, bis es halt so aussieht, goldgelb, braun und schön geschmolzen alles. Ich liebe es einfach. Also Dennis hat sich auch so gefreut, das ist so mit sein liebstes Essen. Und jetzt hört mal, wie schön es einfach knackst. Also ja, das mag ich ja total, ne? Wenn der Käse oben so ein bisschen, ja, so leicht knusprig wird und der Mozzarella sich dann halt so schön zieht. Ja, gegessen haben wir alle davon, sogar die Kinder. Früher musste ich immer denen noch eine extra Portion Nudeln machen mit was anderem. Aber mittlerweile essen sie es Gott sei Dank alles. Also es wird immer leichter, je älter sie werden. Ich wünsche euch auf jeden Fall, falls ihr auch was essen solltet, einen guten Appetit. Würde mich dann jetzt auch verabschieden und bedanke mich wie immer fürs Einschalten. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!